Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Wir wollen heute das Spiel vorstellen, die Peking-Akte von Jumbo. Jumbo! Und dazu packe ich das erstmal aus. Vorhanden ist ein Spielbrett. Die verdächtigten Karten. Eine Rotbrille. Ich glaube, im Spiel ist auch noch mit bei, ne? Waschspiegel. Ja. Ein ist. Spiegel. Ah, seht ihr das? Also, Spiegel. Dann so eine Geheimkarte. Ein paar Zettel, wo man sagen kann, wo man abhaken kann, wer schuldig ist, wer nicht schuldig ist. Plum, 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 wie Lona gerne sagt. So, drei Drachen, die Gebrauchsanweisung, die ich gleich nochmal lesen muss, die Karten, Glückskeks-Karten und solche anderen Karten, der Kugelschreiber ist nicht dabei, ein Würfel, ja, das war erstmal drin alles. Ich werde es jetzt einmal kurz aufbauen und dann sage ich mal bis gleich. So, wir haben das Spiel jetzt erstmal aufgebaut. Unsere beiden Figuren, Lona in Rot und ich in Grün, stehen in der Mitte. Die Karten werden nach dem Fall herausgesucht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier irgendeinen Fall rausnehmen. Nummer 49. Der Spion hat die Nummer 12. Frau Rubin hat die Nummer 16. Und so weiter und so fort. Die Karten sucht man dann raus. Aus den Täterkarten. Die sind ja dann hier. Nicht Täterkarten. Aus die. Wie heißt das nochmal? Nicht Täterkarten, sondern Zeugenkarten, genau. Das sind alles die Zeugen, die müssen wir befragen. Und ja, also die erstmal in der Mitte gesetzt, aus den Akten die Zeugen rausgesucht, die gesehen haben, wer der Täter ist. Der Täter sind die hier, irgendeiner von denen. Und mit dem Fragebogen können wir rausschreiben, zum Beispiel Frau Rubin sagt, der Mann hat ein Bart. Dann kann ich zum Beispiel schon mal die rausschmeißen, die kein Bart haben. Der hier hat kein Bart, der hat kein Bart, der hat kein Bart, der hat kein Bart, der hat kein Bart. Und das geht dann immer so von Zeuge zu Zeuge. Dann sag ich mal, hat man alle abgeklappert, hat alles angekreuzt und sagt man, ich habe den Täter gefunden und der Täter ist, also man klappert alles ab oder man hört schon vorher auf, wenn man weiß, wer der Täter ist. Dann rennt man zurück in der Mitte und sagt, ich weiß, wer der Täter ist und sagt zum Beispiel, der Täter ist Pudding. Pudding. Nicht Pudding. Pudding. Und dann nimmst du, je nachdem, irgendwas raus, setzt die Karte hier rauf, also mit den Augen und schaust da einmal nach und wie ich sehe, sehe ich gar nichts, doch da, zum Beispiel bei Fall 49 wäre es jetzt der Täter Nummer 6, dann schaust du hier auf der Liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das wäre der zweite dieser Reihe, das wäre Ding Dong. Der Täter war Ding Dong. Dann hab, also ich darf nicht sagen, wer der Täter war, weil wenn mehrere Spieler sind, dann bin ich ausgeschieden und die anderen spielen noch weiter. Du kannst nur sagen, ich habe recht oder ich lag daneben. Ja, was gibt es da noch zu erklären? Der Spion ist eine wichtige Karte. Ich nehme jetzt mal hier vorne einen raus. Das ist der hier. Ja.
Und das kannst du dann nur. War das damit? Wie war denn das? Ach, genau, das war mit Rubbeln. Rubbeln. Ich muss die Karte warm machen. Dann kommt das raus. Wenn ihr seht. Oh, Mist, ich muss mehr rubbeln. Mehr rubbeln. Mehr rubbeln. Ah, heiß. Und dann steht da, er ist im grünen Drachen. Weil nämlich, wenn du den Täter herausgefunden hast, musst du zum Schluss zum Spion gehen und der Spion sagt, in welchen Drachen der ist. Da muss man dann noch reinschreiben, sagen, der Täter ist das und in grünen Drachen oder in blauen Drachen oder also grün, blau, gelb, rot. Ich habe vorhin gesagt, das waren drei, ja? Nein, es sind vier Drachen. Ich habe den einen nicht gesehen. Ich bin Kodok. Das war zum Beispiel die Spionkarte, die ist ganz wichtig. Die musst du auf jeden Fall machen. Dann gibt es noch der weise Mann. Spiegelschrift. Musst dann so drunter halten und dann kannst du lesen. Ach, oh, das Licht blendet. Kann man dann so lesen, was da steht. Jawohl. Und was war Infrarot? Wer war Infrarot? Infrarot. Warum sage ich Infrarot? Das ist kein Infrarot. War das Restaurant? Ah, Restaurante war das. Dann steht da der. Das zum Beispiel. Der Täter trägt eine Brille. Ja. Und dann kannst du halt immer hinterschreiben, was der gesagt hat und hier oben wegstreichen. Also hier hinterschreiben, was er gesagt hat. Hier wegstreichen, wer schon mal rausfällt. Und am Ende dürfte nur eine einzige Zahl sein, wenn du es richtig hast. Wer anfängt, das ist der mit der höchsten Zahl. Und wenn du immer auf so einem Feld kommst, darfst du eine Kekskarte ziehen. Du musst sie laut vorlesen und machen, was draufsteht. Wenn man auf so ein Feld kommt, das ist das Schnellreisefeld, dann kannst du aussuchen, wo du schnell hinreisen willst, wenn man hinkommt. Aber normal kommt man ja immer irgendwo hin. Also, das Feld ist ganz wichtig. Kommst du rauf, sagst du, ich will dahin reisen, dahin reisen, dahin reisen. Ja, das war es eigentlich an der Erklärung.